Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Heute total relaxed. Ich nutze die Feiertage, um mal so das Jahr Revue passieren zu lassen und mach mir meinen persönlichen Jahresrückblick, was so alles passiert ist. Wie immer kannst du jedes meiner Videos schon eine Woche vorher sehen, nämlich hier unten. Klick mal auf den Link, da kommst du zu meinem Watch Better Kanal und kannst auch dort meinen Kanal abonnieren. Der Januar ist gut gestartet, ein bisschen was gab es im Garten noch zu ernten und um die erste Aussaat für das Jahr habe ich mich auch schon gekümmert. Insofern der Januar auch immer ein spannender Monat, wenn es ein ertragreiches Gartenjahr werden soll. Im Februar, da habe ich mich dann auch um einen guten Ertrag gekümmert, aber mehr den Ertrag der Energie. Da habe ich mal mein gesamtes Energiemanagement beleuchtet, auch mit meiner kleinen PV-Anlage und meinem Balkonkraftwerk, wie das alles so läuft. Und wir heizen ja hier hauptsächlich mit Holz. Auch dazu braucht man natürlich Strom, um mit Holz heizen zu können. Und da konntest du auch schon das erste Mal meine PV-Anlage sehen. Da war sie noch im Karton. Und ob sie heute schon auf dem Dach montiert ist, das werden wir dann in einem der späteren Videos erleben. Ohne Beleuchtung wächst er hier und liefert mir die ersten Salatpflänzchen fürs Frühjahr. Im März hat sich das bezahlt gemacht, dass ich schon so zeitig ausgesät habe. Zum Teil auch schon im Vorjahr, August, November, Dezember. Und konnte dann auch die ersten Sachen schon ernten. Konnte auch beobachten, wie die Pflanzen auf der Fensterbank größer und größer werden. Und war recht froh, dass ich da noch nicht so viel ausgesät habe. Ja, oft ist es so, da wächst einem das schon im März über den Kopf. Das sah in diesem Frühjahr recht gut aus. Sehr spannend war dann auch, dass ich schon meine Market Garden Beete vorbereitet habe. Das Konzept habe ich ein bisschen umgestellt im Vergleich zu den Vorjahren. Es hat sich dann auch für die Folgemonate richtig bezahlt gemacht, wie wir bald sehen werden. Im April gab es gleich mehrere spannende Videos. Immer noch schmunzeln muss ich über das Gewächshaus, was ich umsetze von einem Standort zum anderen. Da hat sich meine Leichtbauweise echt bezahlt gemacht und da muss ich nicht den Boden kompliziert vorbereiten, sondern ich setze einfach mein Gewächshaus auf die nächste Kultur. Dass ich tatsächlich die drei vereinzel und separat pflanze. Und wenn du das hier siehst, boah, das ist ja Wahnsinn, wie groß die Tomaten schon waren. Also da hat sich das echt bezahlt gemacht. Im Januar schon aussehen, die sind ja schon in voller Blüte. Und jetzt wurde es auch schon eng im April auf der Fensterbank. Sogar Kartoffeln habe ich da vorgezogen. Und da wurde das jetzt im April höchste Zeit, dass die auch rauskommen, nämlich ins Gewächshaus. Weil ich wollte ja schon im Mai auch Kartoffeln ernten. Ist das noch im Mai was geworden? Ich glaube ja, im Mai konnte ich auch ernten. Schauen wir mal. Das Video vom Ende April, Anfang Mai. Da ging es natürlich erstmal um die Jungpflanzenanzucht. Wahnsinn, wie viel Kohl und Blumenkohl und Kohlrabi ich da als Jungpflanzen hatte. Das kann in diesem Jahr ein bisschen weniger werden. Also jetzt habe ich ein klareres Konzept, wie viel meine Market Garden Beete an Pflanzen benötigen und kann da viel gezielter vorgehen. Wow, stark die Kartoffeln, aber die waren schon kräftig gewachsen. Anfang Mai, dann sind das jetzt noch 30 Tage bis zur Ernte. Wow, und richtig zackig diese langen Reihen, so kannte ich das vorher noch gar nicht. Aber auch mein Kraterbeet, diese Mischkultur, auch das liebe ich einfach. Ja, hier habe ich auch mal einen Rundgang von unseren Tieren gemacht, die Hühner, die Bienen. Das ist ja doch sehr speziell. Unsere Hühner, die haben einen Futtergarten und die vier Gatter, die kann ich dann immer wieder umnutzen. Futtergarten heißt, da wird auch Hühnerfutter angebaut und wenn es dann an die Ernte geht, dann mache ich einfach die Tore auf und die Hühner können das dann Stück für Stück abernten. Meine Bienenhaltung ist auch eine etwas andere, sage ich mal ganz vorsichtig. Also mir geht es erstmal darum,
dass die Biene gesund lebt, nach Möglichkeit ohne Medikamente überleben kann, frei schwärmen kann. Und ich bin da schon auf einem guten Weg. Und so komme ich meinem Hauptziel, die einst Einheimische, die dunkle Biene hier wieder anzusiedeln, Stück für Stück ein bisschen näher. Grünt und blüht kräftig. Rechtzeitig zu Pfingsten blühen auch die Pfingstrosen und immer wieder Regen. Das ist gut für die Natur. Hier geht es mal Ende Mai nicht nur um das Gemüse, man sieht auch mal die Blütenvielfalt auf unserem Hof und in unserem kleinen Bauerngarten. Ja genau, im Mai konnte ich auch schon Karotten ernten. Das geht natürlich nur, weil ich auch schon zeitig, ich muss noch mal genau nachschauen, ich glaube aber im Oktober, November gesät habe. Und tatsächlich Ende Mai gab es die erste Kartoffelernte. Einfach toll, also wie so ein kleines Tagebuch habe ich mir hier angelegt durch die vielen Videos. Das hier im Juni, das Video wäre eigentlich nicht nötig gewesen, hätte ich die Pumpe im Herbst rechtzeitig abgebaut, aber da war Restwasser drin und die ist mir kaputt gefroren. Das habe ich glücklicherweise mit Knetmetall wieder hinbekommen, diese alte gusseiserne Pumpe wieder zu reparieren, die Ritzen zu schließen. Gerade noch mal gut gegangen. In diesem Herbst habe ich sie rechtzeitig abgebaut. Ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Heute bei der Ernte kannst du gerne mitkommen. Wir starten hier vorne bei den Erdbeeren. Pindus, komm mal da runter. Nicht wieder kaputt machen alles. Hopp, ab, hopp, runter hier. Also nicht nur ich fand das Gartenvlies besonders gut und nicht nur meine Gemüsekulturen, sondern auch die Katzen, die haben das als Hängematte genutzt. Ja, das war weniger erfreulich, aber die Ernte, das ist der Wahnsinn. Na, das kann sich echt sehen lassen. Im August, das war ein wahres Erntefest, ein Erntefest für mein Hoffest. Da haben wir unter anderem einen riesen Gemüsetopf für unsere Gäste zubereitet. So, wann war denn das? Das war im September, genau. Auch ein spannendes Video, vor allem weil ich da ganz altes Videomaterial rausgekramt habe. Unser Kuhstall vorher, nachher, also aus unserem alten Kuhstall ist eine kleine Feierscheune geworden. Urig, sehr gemütlich. Ganz Ecke, da hast du gesagt, haben die Kühe gestanden, da sind auch Schuppen. Also das ist doch erheblich größer. Sie sehen ja im Hintergrund die Bilder, die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Hast du dafür Pläne? Nicht wirklich konkrete Pläne. Also das sind vielleicht auch so Flusen im Kopf, wo man denkt, oh, da könnten mal die Kinder ausbauen oder der Rinderstall, das könnte eine Partyscheune werden. Ob es letztendlich wirklich eine Partyscheune wird oder einen Konferenzraum für Bienenkonferenzen, das weiß ich nicht. Da sieht man mal, was man über die Jahre schon alles geschafft hat. Wahnsinn. Ja, hier, das ist auch ein cooler Titel. Tschüss, Supermarkt. Also im September, das war eine wahre Freude, so viel zu ernten. Sogar die Melonen hier, saftig und lecker. Wow. So ist es natürlich nicht jeden Monat in unserem Selbstversorger, selbstverwirklicher Leben. Aber das war schon der Wahnsinn. Toll. Tabak fand ich auch schon immer eine spannende Pflanze. Es ist Wahnsinn, wie diese Tabakpflanzen wachsen. Virginia Gold habe ich da ausgewählt. Und mal eine kleine Zusammenfassung gemacht, wie auch du ganz einfach in deinem Garten oder in einem Kübel auf der Terrasse Tabak anbauen kannst. Ja, und im Oktober wurde es dann doch schon ganz schön kalt. Da ging es darum, die ganzen Wintervorräte auch einzufahren, die Kartoffeln rauszuholen, die ganzen Nüsse zu sammeln und die Tomaten. Das war aber in diesem Herbst wirklich noch sehr mild. Und so konnte ich alles Stück für Stück und in Ruhe ernten und einlagern.
ich so alles an Wintergemüse vorbereitet, das so eingebettet in meinen Gartenrundgang. Ja, und sogar im November war es noch sehr mild. Zu dem Zeitpunkt des Videodrehs gab es so ein ganz bisschen Bodenfröste schon, aber die meisten Kulturen, die hatten es noch überstanden. Und da gab es nochmal, also das hatte ich noch nie die Jahre, nochmal eine riesen Tomatenernte. Die Pflanzen waren auch noch relativ vital. Ja, und einige Kulturen, die im Sommer unter der Hitze gelitten haben, die sind wahrlich nochmal richtig durchgetrieben, war schon der Wahnsinn. Also dieses Jahr, das war wirklich einzigartig. Und der Oktober war auch der Monat, wo ich das erste Mal meine Kooperation mit Koro hatte. Die Koro Drogerie, die hat so verschiedene Produkte, meist Bioprodukte, in Großpackungen. Also nicht billig, aber wird dann auf die Menge bezogen, doch sehr günstig. Und der Deal mit Koro ist, dass ich euch hin und wieder Sachen vorstelle. Heute die Brezeln, Salzbrezeln mit Schokoladenüberzug. Habe ich so im Laden noch nie gesehen. Und hätte ich die Kooperation nicht gehabt, wäre ich da vielleicht gar nicht drauf gekommen. Also diese Kombination mit Salzbrezeln und ein kleiner Hauch Schokoladenüberzug. Super sparsam süß und super lecker. Und dein Vorteil, wenn du einkaufst bei Koro, bekommst du den Code Gartentipp und dann bekommst du noch 5% auf deine Bestellung. Auch ein guter Deal. Das sieht auch lecker aus. Das war auch lecker. Frisch gebackenes Brot aus unserem Holzofen, das liebe ich. Ja, und ich habe mal so eine Videoreihe gemacht, vor 3 Jahren glaube ich sogar schon, vom Korn zum Brot, wie ich das Getreide anbaue und ernte und dresche. Das einzige Video, was noch gefehlt hat, war das Brotbackvideo. Und jetzt bin ich schon 3 Jahre am Brotbacken und habe ich gedacht, jetzt ist es doch endlich mal Zeit, dieses ultimative Brotbackvideo zu machen, nämlich wie ich das in meinen Alltag integriere. Und ein Teil des Getreides ist sogar selbst angebautes. Der Roggen ist selbst angebautes Getreide dabei. Cool, ja. Und Gemüse im Winter, da war das knitterkalt und auch keine schützende Schneedecke auf dem Gemüse. Da wird es jetzt spannend zu sehen, wie sich das Gemüse macht und ob da auch einiges durchgekommen ist. Aber das ist dann wahrscheinlich schon wieder mein nächstes Video, was ich dann im Januar drehen werde. Und dann kannst du gerne wieder mitkommen in den Garten. Es gibt wieder viele spannende Themen, zum Beispiel die PV-Anlage, die hier angekündigt war. Die ist schon auf dem Dach montiert, aber noch nicht komplett in Betrieb genommen. Da wird es spannende Berichte darüber gehen. Und ein krasses Projekt, was der Quentin angestoßen hat von Beasties. Der ist jetzt nicht nur am Bienen retten, sondern auch am Vögel retten, Save the Birds. Da wird es was geben. Auch unsere Wildbienen und natürlich alle Insekten bekommen im nächsten Jahr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich wird es auch wieder ganz viel rund um Haus, Hof und Garten, Gemüse geben. So richtig Vorsätze fürs neue Jahr habe ich allerdings nicht. Im Prinzip würde ich alles wieder so machen wie im letzten Jahr und werde das Jahr wieder intensiv genießen. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Gibt es sowas bei dir? Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken, Sport treiben, so diese typischen Sachen? Also bei mir gibt es das nicht. Wenn ich mir was vornehme, dann will ich das immer recht zeitnah umsetzen. Da kann ich nicht auf Neujahr warten. Dir wünsche ich jetzt auf alle Fälle einen guten Start ins neue Jahr mit vielen neuen Inspirationen. Und vielleicht schreibst du uns mal hier unten in die Kommentare rein, was so deine Vorsätze, deine Pläne für das Jahr 2023 sind. Ich würde mich freuen, wenn du bei einem der nächsten Videos wieder mit reinschaust. Also bis dahin, tschüss!